Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, zu einer weiteren Folge von The Forest, dem absoluten Hardmode Survival von The Forest. Wir befinden uns in Staffel Nummer 5 bei Tag Nummer 50, Leute. Wir haben Tag 50 endlich erreicht und befinden uns in Folge 37? 7 oder 38, ich bin mir gerade gar nicht mehr ganz sicher, weil schon so viele waren. Wir haben in der letzten Folge hier angefangen, das Dorf zu bauen. Oh, wir haben hier unten einen Alligator, der die ganze Zeit den Lärm gemacht hat. Und ja, haben angefangen mit dem Baumhaus, haben angefangen mit den Plattformen und mit der Brücke. Wir haben so die ersten Sachen gesetzt, die wir brauchen. Und in der Folge wollen wir einfach weiterbauen, bauen die Plattformen fertig. Oh, wir haben komplett alles an Lizardhaut voll. Eidechsenhaut haben wir auch voll. Ja, shit. Und ja, wir werden heute auf jeden Fall einfach weiterbauen und mal gucken, wie weit wir kommen. Ich würde sagen, genug gelabert auf jeden Fall. Lasst uns einfach anfangen und einfach mal gucken, wie viel wir wirklich schaffen. Ich würde sagen, wir nehmen uns jetzt den Logsled und legen direkt los. Obwohl, wartet, wir haben morgens. Wir brauchen noch was zu essen. Wir brauchen noch was zu essen. Hier können wir auch noch Essen hinhängen. So. Mehr habe ich nicht, mehr habe ich nicht. Die Hut mache ich auch sofort wieder an. Okay. Ich würde sagen, genug gelabert. Es steht viel an. Let's go. Was sehen denn meine Augen da? Lecker Blaubeeren. Dann sammeln wir auf jeden Fall hier mal ein paar ein, damit wir mal endlich wieder ein paar Blaubeeren haben, so für zwischendurch. Und ja, die essen wir hier, damit wir einfach ein bisschen unser Trinken auffüllen, weil wir ja nicht mehr ganz so viel haben. Okay, sehr gut. Okay, ich würde sagen, Kettensäge raus, genug gelabert, lasst uns loslegen. Mega der Leck. Manchmal ist es echt komisch. Okay, los geht's. Oh. So, geschafft. Oh, hier sind noch viel mehr Blaubeeren. So, Trinken ist fast voll. Dann würde ich sagen, sammeln wir hier auf jeden Fall nochmal den Rest ein. Ich hoffe, das Wildschwein lässt uns in Ruhe, weil ich will gar keinen Stress. So, perfekt. Wir nehmen ordentlich Beeren mit. Die kann man nämlich immer gut gebrauchen, wirklich. So, komm, flieg weg und gib mir Federn. Sehr schön. Okay. Ich habe richtig, richtig viele Bäume. Richtig viele, wie ihr seht, hier runtergeholt. Hier steht sogar jetzt der Logsled ein bisschen weiter weg, weil der wahrscheinlich weggeflogen ist. Also das sollte eigentlich schon fast reichen. Guckt euch mal an, wie viel. Oh mein Gott. Okay, ich sammle erstmal ein und ich würde sagen, dann machen wir weiter. Holy shit, wie weit sind die denn hier am Rollen? Okay, wartet mal. Oh, 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 ich tue dir nichts. Ist er jetzt sauer? Wo ist er? Wo ist das Wildschwein? Ist es weggerannt? Okay, sehr gut. Sehr nice, okay. Oh, es hat uns angegriffen. Du kleines Biest. Du kleines Biest, bleib bloß stehen. Zack. Denkst du, du kannst mich einfach killen? Komm, nehmen wir sein Fleisch, sonst ist es unnötig. Und sein Fell können wir auf jeden Fall auch noch gebrauchen. Ich sehe hier gerade, hier wächst auch noch Aloe Vera ohne Ende. Sehr geil. Nehme ich doch auch auf jeden Fall. Kann man immer gebrauchen. Sehr geil. So. Okay, hier liegt noch mehr Holz. Hier liegt auch noch überall Holz. Okay, wir haben also richtig, richtig viel. Der Logsled ist auch voll. Dann nehmen wir uns jetzt zwei. Und dann haben wir gleich auch schon die Brücke fertig. So. Dann hier nochmal. Boah, guckt euch das an. Korrekt. Dann können wir direkt zur nächsten Plattform gehen. Machen die auch fast schon fertig. Das sollte... So, und noch zwei. Okay. Oh, es regnet sehr gut. Sehr, sehr gut. Wir sollten uns hier direkt einmal kurz neben die Trinkschale stellen, damit die ein bisschen aufgefüllt wird. So, Essen platzieren, Essen platzieren. Dann gehen wir einfach mal hoch und richten in der Zeit kurz hier ein, damit einfach ein bisschen Trinken in die Trinkschale kommt. Wir brauchen nämlich auf jeden Fall Wasser. Okay, ich würde sagen, fangen wir einfach mal an.
Als erstes brauchen wir hier drin ein Bettchen nur, damit wir hier auch ganz entspannt wieder schlafen können. Das packen wir einfach hier hin. Auf der anderen Seite brauche ich eigentlich gar nicht so viel. Wir können hier draußen nochmal eine Trinkschale oben hinstellen, damit man hier mal direkt morgens sich was gönnen kann. Dann stellen wir einmal hier eine Fackel hin, falls wir mal angegriffen werden. Können wir die hier nicht draufstellen? Schade. Damit wir eigentlich die Pfeile anzünden können. Dann brauchen wir einen kleinen Schrank. Den packen wir uns richtig schön hier hinten dran. Daraus machen wir am besten direkt zwei. So, sehr geil. Und ja, viel mehr brauchen wir eigentlich auch schon nicht. Das soll jetzt nicht so ein Riesenlager werden, eher so eine Kampfstation mit ein paar Fallen noch unten und so. So, das können wir noch bauen. Und wenn es hier noch hinpasst, können wir hier noch unsere... Ja, guck, passt auch schon nicht. Okay, das sollte doch erstmal reichen. Und uns schon ein bisschen Trinken in die Schale gepackt haben. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay, dann hier einmal. Okay, die haben wir fertig. Dann machen wir jetzt hier, würde ich sagen, weiter. Wir holen uns einfach mal eben den Locksled hier hin. Dann sind wir immer noch in etwa im Radius vom Trinken. Sehr gut, ey. Sehr, sehr gut. Okay, dann hier das nächste Holz platzieren. Weg da. So und so. Müsste vielleicht sogar reichen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe jetzt noch gar nicht hingeguckt. Ich baue einfach. Einer. Einer fehlt. Okay. Nicht so schlimm. Den kriegen wir gleich. Okay, hier habe ich auf jeden Fall schon mal genug Loks drauf, damit wir hier oben die Plattform fertig kriegen. Sehr geil. Okay, sehr, sehr gut. Dann können wir den erstmal kurz hier parken und können schon mal die nächste Brücke ziehen. Ups, eins zu weit. Hallo, ich will die Brücke, dankeschön. Und die müssten wir jetzt von hier nach hier verbinden. Sehr geil. Okay, das sind zwar ordentlich Loks, aber es ist nicht so schlimm. Wir können jetzt hier schon mal die paar dran bauen. Und dann soll von hier noch eine nach da oben gehen, falls das klappt. Ja, dann können wir hier nämlich richtig schön abhauen und bauen hier noch Fallen zwischen. Und zwar soll das dann in etwa so aussehen. Ich kann ja ruhig schon mal ein paar Fallen hinbauen. Hier haben wir eine. Die könnten wir mal hier hinstellen, wenn wir direkt da oben drauf sind. Dann bauen wir hier noch eine zweite von denen einfach mal. Hier kommt die Happy Birthday Trap hin, damit wenn wir hier oben drauf sind und die angerannt kommen, schön dagegen rennen. Dann haben wir die hier, die Hängebrücke-Falle. Die können wir dann eigentlich relativ gut hier platzieren, weil wenn wir da oben sind, kommen sie hier angerannt. Und ja, eigentlich können wir dann hier noch direkt neben unser Haus eine machen von mir aus. So, dann haben wir hier nämlich schon mal ein paar Fallen, die können wir noch ein bisschen weiter nach links packen. So. Und dann hier einfach nochmal eine Happy Birthday Trap, falls die, wie gesagt, von vorne kommen und gegen uns rennen wollen, weil wir da oben drauf sind. Okay, das ist auf jeden Fall jede Menge, was wir zu tun haben. Holy shit. Okay, jetzt seht ihr in etwa auf jeden Fall, was ich vorhabe. Ich würde aber trotzdem sagen, wir fällen jetzt hier oben die Bäume und machen erstmal eben die Plattform fertig, damit wir einfach da auch noch die Treppe ziehen können und sehen, in etwa wie viele wir jetzt noch brauchen. Fangen wir einfach mal hier oben mit dem an. Dann rollt das alles relativ weit nach unten. Okay, die Bäume fallen und die Baumstämme rollen. Bevor sie alle wegrollen, sollten wir anfangen, die einzusammeln. Sonst blicke ich am Ende nicht mehr durch. Und fangen hiermit einfach mal an. So, dann nehmen wir uns schnell die zwei hier.
Sehr schön. Dann nehmen wir uns den hier und den hier. Zack. Da oben, die bleiben relativ gut liegen. So. Wir brauchen für hier auch noch ein Seil. Lasst uns kurz ein Seil herstellen. Zack. Haben wir das Seil auch schon da dran. So, jetzt ist es gar nicht mehr so viel. Da liegen noch zwei, okay. So, sehr gut. Vier Stück noch und zwei haben wir schon. Perfekt, perfekt, perfekt. Nummer eins, Nummer zwei. Okay, dann fällen wir hier direkt den Baum daneben. Baum fällt, boom. So, die haben wir nämlich jetzt auch fertig. Und dann können wir hier nämlich einfach mal kurz, was weiß ich, die Baumstämme schon mal... Ne, machen wir erstmal an die Brücke. So, und jetzt brauchen wir nämlich nochmal eine Treppe, die von hier unten, von hier... Oh. Bis hier hoch irgendwie geht. Oh. Ja, dann nehmen wir einfach den Stein, kann man trotzdem drüber laufen. Ist nicht so schlimm. So, sehr geil. Und dann könnten wir eigentlich an den hier noch eine Plattform machen und dahin wieder zurück. Da hat man wie so ein Viereck. Dann kann man von hier wieder nach da. Okay, das ist sehr geil. Kann man hier schon eine Brücke dran... Ne, kann man leider nicht. Okay, heißt, wir müssen hier auch erstmal wieder fertig bauen. Dann bauen wir hier schnell noch ein Seil schon mal dran. Okay, 14 Stück wieder. Egal, ich würde sagen, das sollten wir machen. Lasst uns die Bäume von hier direkt nutzen. Und noch schnell, bevor die Sonne untergeht, so viel wie möglich schaffen. So, die Stämme rollen. Also lasst uns anfangen. Los geht's. Ich habe jetzt 3-4 Bäume runtergeholt. Das sollte eigentlich reichen, um die Plattform auch noch fertig zu bauen. Heute ist es auch mal relativ ruhig. Die Gegner haben uns in Ruhe gelassen. Aber es wird nicht mehr lange bleiben, vor allem weil wir jetzt hier auch schon wieder ein bisschen mehr gebaut haben. Wir jetzt die Fallen und so bauen, die ganze Zeit Lärm machen. Also ich warte eigentlich nur auf die Gegner. Aber gut ist, dass heute mal nicht so viele gekommen sind, weil dadurch konnte ich dann endlich mal hier ein bisschen mehr an den Fallen weiterbauen und alles. Oder insgesamt jetzt hier am Camp relativ viel bauen. So, hier liegt da auch noch einer. Ich übersehe hier nichts. So, dann haben wir die Plattform auch schon fertig. Und dann können wir nämlich hier noch eine Plattform dran machen, die nämlich hier hingeht. Und dann von der Seite aus noch zu der Seite. So. Und von der Seite zu der Seite. Dann kamen wir nämlich ein ganzes Viereck, können von hier nach da bis nach vorne, können wieder hier hin oder hier hin. Und hier können wir dann nämlich auch noch Fallen hinbauen. Einfach nur, falls sie dann nämlich wirklich kommen, haben wir überall Fallen dazwischen und wir können uns die ganze Zeit oben bewegen. Wir müssen zwar dann auch noch ein bisschen so die Fallen anfangen, die Bäume anfangen einzubauen, aber das kriegen wir auch noch hin. So. Okay. Okay, okay, das sieht doch relativ geil aus und sollte eigentlich funktionieren. Und ich würde sagen, da haben wir doch schon echt relativ viel geschafft. Hier liegt kein Holz mehr, da liegt kein Holz mehr. Oh, da hinten rennen sie. Renn vorbei. Renn vorbei. Renn vorbei, ich bin nicht da. Ich bin gerade unterwegs. Korrekt, sie haben uns nicht bemerkt. Ich bleibe auf jeden Fall in der Hocke. Ich will nämlich jetzt keinen Stress mehr. Okay, hier ist der letzte. Die Sonne geht auch unter. Okay. Nicht schlecht, wir haben echt relativ viel geschafft. Wir haben echt relativ viel geschafft. Hallo, so. Wir haben echt viel geschafft, sehr geil. Ja, Leute, also ihr seht schon, es ist wirklich noch viel, auch was wir trotzdem machen müssen, weil wir halt die ganzen Fallen jetzt haben und alles. Aber wir haben jetzt erstmal die kompletten Plattformen und so fertig. Und ich finde das auf jeden Fall schon gar nicht so schlecht.
Da kann man echt nicht meckern. So, hier haben wir nichts mehr für. Hier haben wir nichts mehr für. Brauchen Seile ohne Ende. Dann sollten wir vielleicht erst nochmal Seile besorgen gehen. Ja, sehr geil. Und dann können wir hier überall herlaufen. Doch, ich denke, das wird richtig, richtig geil. Und dann haben wir hier noch die Knochenzäune außerhalb. Doch, gefällt mir. Das kann doch gar nicht wahr sein. Ich sehe doch da sogar Trinken drin. Dankeschön. So, Essen und Trinken ist wieder voll. Okay, sehr gut. Die Sonne geht unter. Ich stelle jetzt einfach nochmal welche her. Da müssen wir in der nächsten Folge mal wieder einen kleinen Run machen. Ein paar Seile auffüllen und so. Oder dann irgendwann mal wieder Stoff auffüllen und alles. So, dann haben wir jetzt aber immerhin schon mal ein paar Seile. Hierfür haben wir dann schon mal das eine Seil. Hier können wir schon mal die zwei Seile reinspannen. Hier können wir schon mal eins immerhin reinspannen. So, noch eins. Oh, 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 oh. Bitte bemerkt mich nicht. Nein, 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 nein. Renn vorbei, renn vorbei. Sie rennt vorbei. Perfekt. Oh mein Gott, Glück gehabt. Sie sind wirklich vorbeigerannt, alle. Richtig Glück gehabt. Okay, die Sonne ist komplett untergegangen, Leute. Es ist stockduster. Ich würde sagen, damit haben wir auch relativ viel geschafft. Schreibt mir die Kommentare auf jeden Fall, was ihr von der Idee und der Base hier so haltet. Und ich würde sagen, vielen Dank für jeden, der eingeschaltet hat, abonniert hat. Abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen und ein Teil der Community zu werden. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen und würde sagen, macht es gut, Leute. Haut rein. Peace.